Hallo, ihr Lieben, mein Name ist Pierre Frank und das hier ist mein Videoblog, auf dem ich all eure Fragen beantworte und eure Anregungen. Und vielen Dank für eure vielen, vielen Mails, die ihr mir geschrieben habt. Und in der letzten Folge haben wir uns ja schon mal ziemlich ausführlich darüber unterhalten, was unsere Gedanken eigentlich machen, wenn wir sie wiederholend denken, also welchen Einfluss sie auf unser Gehirn haben, was sie mit unseren Zellen machen und bewirken, natürlich auch, wie automatische Gedankenketten entstehen und dass wir diese Gedanken nicht nur behalten, sondern auch aussenden, dass andere Menschen diese Gedanken, wenn sie in Resonanz mit uns sind, auffangen können. Darüber haben wir uns ganz intensiv unterhalten und dass wir Schöpfer unseres Erlebens sind, uns unseres Umfeldes sind. Und heute möchte ich darauf etwas noch genauer eingehen, denn ganz oft werde ich natürlich gefragt, ob diese und jene Wunschformulierung richtig ist. Und da passiert immer wieder ganz gerne der gleiche Fehler, auf den ich eingehen möchte. Und gleichzeitig ist das mit einer der wichtigsten Regeln, die wir bei unserer Wunschformulierung, die Hirnforschung sagt ja Befehlssätze dazu, was wir da beachten sollen. Und wir müssen uns dabei überlegen, wenn wir etwas formulieren, zum Beispiel einen Satz, dann baut jeder Satz, den wir sagen, baut ja ein Bild auf. Also wenn ich zum Beispiel sage, denke mal an deine Schule, dann denkst du natürlich sofort das Gebäude oder denk an eine gewisse Person oder ich sage, hättest du auch gerne einen Hund, dann hast du einen Hund vor Augen oder vielleicht hast du, weil dein Erleben mit einem Hund ein Dackel ist und jemand anderer hat einen Collie, also hat jeder einen anderen Hund vor Augen, aber wir haben sofort Bilder. Alles, was wir sagen, lässt Bilder entstehen. Und natürlich spielt es keine Rolle, ob wir diesen Satz positiv belegen oder negativ, es entstehen Bilder. Und nun ist es so, dass unser Gehirn alles in Bildern abspeichert und Emotionen, aber vorrangig in Bildern. Das heißt, wenn wir einen Satz sagen und wenn wir diesen Satz immer wieder sagen, dann speichert das Gehirn eben genau dieses Bild, das dieser Satz entstehen lässt, ab. Wenn ich also zum Beispiel ein klares Ziel habe, also wünschen ist ja nichts anderes als zielorientiertes Denken, ich habe also ein Ziel und ich weiß, was ich will und ich sage zum Beispiel, ich bin offen und bereit für eine wundervolle Partnerschaft. So, dann ist das ein Bild und eine Emotion, die ich habe. Wenn ich aber einen Satz nehme, der negativ ist oder aber in der Verneinung ist, zum Beispiel wenn ich sage, ich möchte nicht arm sein, dann baut das Gehirn auch ein Bild auf. Zwangsläufig. Nämlich das Bild von Armut. Wenn wir Worte nehmen wie nicht und kein, werden auch Bilder aufgebaut. Und seltsamerweise sind ganz viele Affirmationen, die man mir schickt, wo ich gefragt werde, ist das die richtige Wunschformulierung, beinhalten Worte wie nicht und kein. Oder sie haben sogar Worte wie ohne, ich bin ohne Schulden oder frei von Schulden. Das heißt, wir haben hier ganz klar ein Bild Schulden. Sorgen, Angst, Armut, Einsamkeit. Ich will nicht einsam sein. Und das ist natürlich fatal, denn wie wir in der Folge davor erfahren haben, wenn wir immer wiederkehrende Gedanken haben, dann passiert etwas mit unserer Wahrnehmung. Unser Wahrnehmungsfilter richtet sich neu aus, und zwar in diese Richtung, wo wir uns hin entwickeln wollen. Wenn unser Satz aber ein Wort wie nicht und kein enthält, dann gibt es ja kein Ziel. Wo geht denn die Reise hin? Wenn ich sage, ich will nicht arm sein, ja, worauf soll sich unser Wahrnehmungsfilter ausrichten? Unsere Intuition, was soll sie jetzt hören? Also unser Gehirn speichert Armut. Das heißt, wenn wir Worte verwenden wie nicht und kein und das immer wieder, dann manifestieren wir regelrecht das, was wir nicht mehr haben wollen. Gutes Beispiel. Ein Mann kam zu mir und erzählte mir von seiner Wohnung, die er hat, dass er die ganz gerne jetzt mal verändern möchte und eine andere Wohnung haben möchte. Und ich sagte zu ihm, ja, erzähl doch mal, was willst du denn für eine Wohnung haben? Und er sagte, ja, habe ich doch gerade gesagt, weißt du, ich wohne da im dritten Stock und ich gucke dann raus und da vorne sind dauernd Tauben und die gurren Tag und Nacht. Sag ich, ja, okay, habe ich verstanden. Also, was möchtest du denn gerne?
Ja, habe ich doch gesagt, diese Wohnung, die ich habe, die ist unmöglich. Da machen die dauernd Musik, die Nachbarn, die ganze. Und das stört unglaublich. Ich habe schon. Ja, das habe ich verstanden. Aber was möchtest du gerne? Dann werden Menschen richtig ärgerlich, weil sie glauben, ich verstehe sie nicht. Sag mal, ich habe doch gesagt, ich muss aus dieser Wohnung raus. Ja, ich habe verstanden, du musst aus dieser Wohnung raus. Und wo willst du hin? Die meisten Menschen haben keine Ahnung von ihrem Ziel. Sie wissen nicht, wo die Reise hingehen soll. Sie wissen nicht ganz exakt ein Ziel zu benennen. Wünschen ist aber, ich benenne ein Ziel. Zielorientiertes Denken. Was möchtest du? Deswegen muss jede Affirmation, die wir bauen, muss ein Bild beinhalten, wo die Reise hingehen soll. Wir müssen uns das vorstellen können. Das Bild wollen wir speichern. Und am liebsten noch mit einer Emotion, dass wir in der Vorfreude gehen oder bereits spüren, wie schön es sein wird. Also, wenn wir aber Worte wie nicht und kein verwenden, bleiben wir stehen. Es kann sein, dass wir unglaublich viel Energie aufwenden, dass wir anfangen loszulaufen, aber wohin? Es kann sein, dass wir rennen bis zur Erschöpfung und wir kommen niemals an. Ja, wo sollten wir denn ankommen, wenn wir nur sagen, was wir nicht mehr haben wollen? Deswegen ist es ganz wesentlich, was möchtest du haben? Wo soll die Reise hingehen? Deswegen Worte wie nicht und kein, bitteschön bei Affirmationen oder Befehlssätzen, nicht verwenden. Auch keine Worte wie ohne, ich bin ohne Schulden, ich bin frei von Kummer, etc. Bitte das nicht nehmen, weil das lässt uns nur dort verharren, wo wir eigentlich weg wollen. Also, jeder Satz, den wir als Affirmation nehmen wollen oder als Befehlssatz, den wir also immer wieder wiederholen wollen, der muss uns einmal Kraft geben, Mut geben. Wir müssen uns besser fühlen, schöner fühlen. Wenn wir sagen, das will ich nicht mehr, da fühlen wir uns nicht besser. Aber wenn wir das klare Ziel haben, nehmen wir an, wir haben einen Job vor Augen. Wir wissen, ich möchte gerne so und so und so und so und so sein. Perfekt. Dann können wir nämlich da Bilder aufbauen und Emotionen, weil wir wissen ja, dafür lohnt es sich ja, den Weg zu gehen. Dafür lohnt sich ja, motiviert zu bleiben. Also wir sehen schon, wir haben dann ein klares Bild. Das heißt, wenn du eine Affirmation hast, überprüfe sie bitte, hat sie ein Ziel? Und zwar dort, wo du hin möchtest. Und ist sie positiv belegt? Also nicht, dass du spürst, das überfordert dich oder es beängstigt dich. Oder nimm eine Affirmation, du da ein bisschen so rumbasteln, wo du sagst, ja, damit kann ich noch super gut leben. Das kann ich noch akzeptieren. Das traue ich mich noch zu sagen. Und dann nütze diese Affirmation immer und immer wieder. Morgens, abends, beim Aufstehen, beim Einschlafen, in der U-Bahn. Du kannst sie laut sagen oder leise. Ich bin schön, ich bin schlank. Also in der U-Bahn vielleicht besser leise, weil ich bin schlank. Ja, bist du. So, also, aber so oft wie möglich benutzen, denn unser Gehirn wird auf diese Weise umprogrammiert und lernt, das ist also unser Ziel. Und unser Wahrnehmungsfilter richtet sich neu aus, wenn das Ziel ein Bild hat, wenn das Ziel genau benannt wird. Und wir öffnen uns plötzlich Wahrnehmungsfilter, wir nehmen Dinge wahr, die wir vorher noch nicht wahrgenommen haben. Und sie kommen tatsächlich und inspirieren uns. Wir bekommen Informationen, die wir vorher nie bekommen hätten. Wir selber spüren plötzlich, ach, ich möchte mal eine andere Straße fahren, ich möchte was anderes tun. Wir werden plötzlich neue Dinge entdecken. Vielleicht gab es die schon immer, vielleicht ist das unser direkter Nachbar, der plötzlich eine neue Information für uns hat. Aber wir nehmen sie zum ersten Mal wahr und das tun wir nur, wenn wir die Worte nicht und kein nicht verwenden, ohne frei von auch nicht, sondern nur zielgerichtet, das ist meine Reise, das ist mein Ziel und das ist meine Emotion dazu. Und das ist das Wichtigste und Wesentlichste, weil wenn du negative Worte mit in diesem Satz hast, bleibst du stehen. Hast du ein Ziel, fängt alles in dir an, voranzuschreiten. Also das ist die wichtigste Regel überhaupt. Und falls du mehr darüber erfahren möchtest, Happiness House, da reden wir ganz viel darüber, da gibt es auch ganz viele Kurse. Und natürlich in unseren Seminaren, da machen wir ganz praktisch diese Übungen eins zu eins. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit und ich wünsche dir ganz viel Erfolg.
bei deinen Wünschen und hoffe, dass sie alle in Erfüllung gehen. Dein Pierre.